einen wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Optionsstrategien für Investoren. Das Ganze natürlich mit Thorsten Eberhard von Options for Winners. Mein Name ist Florian Scharschmidt und ich darf Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat hier um 18 Uhr begrüßen. Ja, Thorsten, natürlich absoluter Optionshandelsexperte, ja, was das angeht. Deshalb bin ich mal gespannt, was er uns da für Optionsstrategien mitgebracht hat. Ist ja der zweite Teil der Serie. Letzte Woche hatten wir Grundlagenoptionen. Das Ganze gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal. Falls Sie es vielleicht verpasst haben, können Sie sich gerne anschauen, weil das Ganze baut so ein bisschen aufeinander auf. Ja, dann würde ich sagen, einmal Risikohinweis von unserer Seite, denn Sie kennen es alle, das Webinar dient natürlich wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, bitte verstehen Sie nichts, was der Thorsten gleich, was auch immer erzählen sollte, analysieren sollte, zeigt, ja, als, bitte verstehen Sie es nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung, ja, und schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Ja, ganz wichtig vorweg, immer von der Seite von FX Flat. Und dann würde ich jetzt mal sagen, ändere ich jetzt mal hier die Moderatorenrechte, zack, zack. Ja, perfekt. Genau. Ist doch fertig. Alles klar. Wenn was sein sollte, perfekt. Ich bin da. Ja, vielen Dank und hallo in die Runde. Erstmal freut mich, hier die Grundlagen für den Optionshandel Teil 2 hier präsentieren zu dürfen. Im mittleren Bereich beziehungsweise am Ende gehen wir natürlich auch auf die Strategien für die Investoren ein. Aber uns fehlen doch noch an der einen oder anderen Stelle ein paar Basics. Also, wir starten jetzt direkt mit der Präsentation. Genau, also für alle, die mich letzte Woche nicht gesehen haben, hier dieser nette Mann mit der Fliege, das bin ich. Und ich habe eine Mission, das ist den Optionshandel salonfähig machen, zumachen. Und ja, dafür habe ich halt auch Options for Winners gegründet. Und wir bieten verschiedene Ausbildungsprogramme für Privatanleger an. Also mit dem Ziel, regelmäßige Einnahmen zu generieren, Vermögen aufzubauen und natürlich sich auch gegen oder vor Risiken zu schützen. Ja, man erreicht mich über verschiedenste Quellen, also meine Homepage, YouTube-Kanal, also ich bin ja auch YouTuber, Instagram, ja, da bin ich, sage ich mal, so ein bisschen unterentwickelt, würde ich sagen, bin ich so der Social-Media-Experte, ja, und klar, von wegen, falls jemand mal wissen will, wie meine Kunden meinen, wie Options for Winners ist, die können sich das natürlich gerne auch über Proven Expert anschauen. Wir starten jetzt noch mal ganz kurz mit dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Da haben wir die Optionen besprochen. Wir haben ja gesagt, was Optionen sind und wir haben auch die Arten der Optionen besprochen. Also dass es im Wesentlichen zwei Arten von Optionen gibt. Das ist zum einen die Call-Option, ja, also es ist die Kaufoption und auf der anderen Seite die Put-Option, die Verkaufoption. Hier haben wir immer Käufer und Verkäufer. Käufer sind immer Long, das heißt, da haben wir einen Long-Call. Verkäufer sind Short, da haben wir einen Short-Call. Auf der anderen Seite ist es natürlich ähnlich, nur dass wir dann halt Long-Put für den Käufer und Short-Put für den Verkäufer haben. Wir haben hier bei den Optionen ein bedingtes Termingeschäft. Das heißt, es ist einseitig verpflichtend und die Pflicht trägt auch nur hier der Verkäufer. Ja, also sowohl bei der Call als auch bei der Put-Option hat der Verkäufer eine Pflicht und der Verkäufer wird auch Stillhalter genannt. Das heißt, er hält so lange still, bis der Käufer sein Recht ausübt. Ja, und bei einer Call-Option übt er das Recht aus, einen Basiswert zu kaufen. Bei einer Put-Option übt er das Recht aus, einen Basiswert zu verkaufen. Auf der einen Seite sind wir dann in der Pflicht, den Basiswert von dem Käufer zu verkaufen. Das ist bei einer Call-Option. Und auf der anderen Seite den Basiswert zu kaufen. Wir kommen gleich noch mit Beispielen. Es geht hier auch natürlich um Prämie. Das ist ja das, worum es uns im Wesentlichen auch geht, wenn wir von Cashflow reden, nämlich der Käufer zahlt an den Verkäufer eine Prämie. Ja, das heißt, hier bekommt der Verkäufer, sobald die Option verkauft wurde, eine Prämie. Der Long Call und der Long Put, die sind direktional. Das heißt, die partizipieren sozusagen direkt an der Marktrichtung des Underlyings und das, was für uns auch ein wirklicher Mehrwert ist als Verkäufer, ist, dass es nicht direktional ist. Das heißt, wir würden beispielsweise auch bei Seitwärtsbewegung profitieren und auch zum Teil, wenn der Kurs gegen uns läuft. Ja, also da haben wir definitiv den Vorteil auf der Seite des Verkäufers. Natürlich die Pflicht, das ist auch sozusagen der Grund, warum wir hier auch eine tolle Prämie in Anführungszeichen erhalten.
Ich habe es gerade schon gesagt, es geht hier um Käufer und Verkäufer und der Käufer zahlt dem Verkäufer eine Prämie. Und die Optionsprämie ist der Preis, ja, um auch sozusagen sich abzusichern. Also der Käufer, der sichert sich ja jetzt beispielsweise mit dem Long Put ab und ist sozusagen der, der versichert wird und der Versicherer ist in dem Fall dann der Verkäufer. Der Preis, also die Prämie, die ist dynamisch und die verändert sich permanent auch durch Angebot und Nachfrage. Der Preis der Option besteht im Wesentlichen aus zwei Blöcken. Das ist der innere Wert und das ist der Zeitwert. Diese Komponenten werden von dem Ausübungspreis der Option, dem Kurs des Basiswertes, der Laufzeit der Option, der Volatilität, der impliziten Volatilität im Wesentlichen beeinflusst, aber auch haben hier der Ausübungstyp, kommen wir auch noch drauf, später gehen wir noch drauf ein, der Ausübungstyp ist relevant und halt auch die Dividendenzahlung. Aber als allererstes müsst ihr euch das hier merken, innerer Wert und Zeitwert, das ist halt wesentlich und diese beiden Punkte eigentlich auch, die sind auch sehr wichtig, das ist halt die Laufzeit der Option und die implizite Volatilität. Der Ausübungspreis, der wird ja auch Strike beispielsweise im Englischen genannt und der Kurs des Basiswert, wenn ich vom Underlying rede, meine ich halt den Basiswert. Hier haben wir noch etwas bei dem inneren Wert, weil es gibt Konstellationen, da hat die Option einen inneren Wert, also da besteht der Preis nicht nur aus dem Zeitwert, sondern aus dem inneren Wert, aber genauso gut gibt es bei bestimmten Lagen, gibt es die Möglichkeit, dass nur noch der Zeitwert da ist. Das wird dann, die Lage der Option wird dann auch Moneyness genannt. So, jetzt wird es ein bisschen mathematisch, weil wir müssen gucken, wie setzt sich eigentlich oder wann kommt es zu einem inneren Wert. Bei einer Call-Option und bei einer Put-Option, da haben wir sozusagen zwei Seiten und deshalb werden diese inneren Werte auch unterschiedlich kalkuliert. Also der innere Wert ist der Kurs des Underlyings minus Strikepreis. Was heißt das? Wenn jetzt beispielsweise der Kurs des Underlyings, also der Kurs der Aktie jetzt beispielsweise bei 160 liegt und der Strikepreis der Option, also dieser Ausübungspreis bei 140, dann hätten wir hier nach Adam Riese einen inneren Wert von 20. Wenn es jetzt aber so sein sollte, dass der Kurs des Underlyings unter dem Strikepreis liegt, ja, wir machen jetzt mal hier 120, da liegt der Kurs der Aktie, also des Basiswertes, und der Strikepreis bleibt hier bei 140. Nach Adam Riese wären es minus 20, das gibt es aber nicht. Dann hätten wir hier nämlich dann einen inneren Wert von 0. Ganz wichtig. Und wenn wir einen inneren Wert von 0 haben, dann bedeutet das ja, dass der Preis der Option, also die Prämie, nur noch aus dem Zeitwert besteht. Ja, ganz wichtig. Das Gleiche machen wir jetzt auch mal mit der Put-Option. Innerer Wert. Wenn wir jetzt den Strikepreis, also den Kurs, also den Ausübungspreis der Option uns mal anschauen und wir nehmen jetzt hier einen Strikepreis von 120 und haben hier einen Kurs der Aktie bei 100, dann wäre es 20, wäre der innere Wert bei 20. Andersrum, gleiches Spiel wie eben, wir machen hier jetzt einfach mal 100 und drehen das Ganze um und haben hier 120, dann wäre es theoretisch minus 20, was aber nicht geht, dann wäre der innere Wert bei 0 und demnach würde diese Put-Option auch nur noch aus dem Zeitwert bestehen. So, das möchte ich aber noch mal kurz an einem Beispiel zeigen. Hier haben wir jetzt einen Chart von der Apple-Aktie und wir sagen einfach mal, wir machen eine Put-Option bei dem Strikepreis von 140 auf. Ja. Der Kurs der Apple-Aktie liegt jetzt bei 156,81. Die Put-Option hat einen Strikepreis, also einen Ausübungspreis bei 140. Die Laufzeit ist jetzt 173 Tage und der Preis der Option, der liegt jetzt, also die Optionsprämie, bei 6,15 Dollar.
Der innere Wert ist ja jetzt null, weil, das hatten wir ja gerade, wenn der Strikepreis unter dem Underline-Kurs liegt, dann ist der innere Wert null. Und dann ist ja auch logisch, wenn wir einen Preis der Optionsprämie haben und es keinen inneren Wert mehr gibt, dass wir dann einen Zeitwert von diesen 6,15 Dollar haben. Das heißt, diese Option besteht nur noch aus dem Zeitwert. Und jetzt, was ganz wichtig ist, hier steht OTM, das heißt out of the money. Wenn der Kurs, der Ausübungspreis, so der Strike, der Option unterhalb des Aktienkurses liegt, bei einer Put-Option sind wir out of the money, OTM. Und OTM hat nie einen inneren Wert, das heißt OTM-Optionen haben nur noch den Zeitwert. Hätten wir jetzt beispielsweise die Put-Option hier aufgemacht, dann wäre es ATM gewesen, at the money. Ja. Trotzdem, wenn wir jetzt, sage ich mal, überlegen, wir hätten jetzt einen Strike von 155, 156,81 gibt es nicht als Strikepreis, hätten wir jetzt beispielsweise 155, wäre hier wieder der innere Wert logischerweise bei 0. Erst wenn wir hier sind, hat die Option einen inneren Wert. Dann setzt sie sich nicht nur aus dem Zeitwert zusammen, sondern da kommt noch ein Betrag, je nachdem, wie weit wir weg sind, kommt da noch ein weiterer Betrag hinzu. Und dann wären wir hier ITM. Und ITM heißt in the money. Ganz wichtig, dass man das hier weiß. Also nochmal, out of the money heißt, die Aktie besteht nur aus Zeitwert, kein inneren Wert. At the money in der Regel auch keinen inneren Wert. Und in the money, da hat die Option definitiv einen inneren Wert. Das heißt, hier besteht sie nicht nur aus dem inneren Wert, sondern auch aus dem Zeitwert. Das Gleiche gucken wir uns jetzt mal auf die Call-Option an. Hier haben wir eine Call-Option. Die Call-Option liegt hier bei 140 unter dem Underline-Kurs. Ja, also hier haben wir einen Strike, der kleiner ist als der Kurs des Underlines. Wir haben jetzt einen 140er Call, also einen 140er Strike-Preis und einen Preis von 23,78. Jetzt natürlich die Frage, ist das jetzt hier out of the money, wie eben bei der Put-Option? Nein, definitiv nicht. Hier ist es genau andersrum. Hier sind wir in the money. Das heißt, hier, wenn wir am Kurs wären, wären wir at the money. Und hier oben, da wären wir out of the money. Das heißt, hier oben hätten wir definitiv keinen inneren Wert. Sprich, diese Option, dieser Preis hier besteht nicht nur aus dem Zeitwert, sondern auch zudem aus dem inneren Wert, weil sie in the money ist. Und das sieht man auch hier. Wenn wir jetzt die 156,81 minus 140 rechnen, dann haben wir 16,81. Und diese 16,81 ziehen wir dann von den 23,78 ab und dann bleibt hier die 6,97 Dollar als Zeitwert übrig. Also wichtig zu wissen, das ist zwischen Call- und Put-Option natürlich genau gegenseitig. Das kann man hier auch nochmal sehen. Ja, hier habe ich es nochmal beschrieben, dass das, was wir gerade beschrieben haben, in the money, out of the money, at the money, das ist die Moneyness, das ist die Lage des aktuellen Kurses gegenüber dem Ausübungspreis. Und das ist das, worüber wir gerade gesprochen haben. In the money, Option ist im Geld, at the money, die Option ist am Geld und out of the money, die Option ist aus dem Geld. Ganz, ganz wichtig und das ist auch für uns, für unsere Stillhalterstrategien, für das, was wir später oder gleich besprechen werden, auch ganz essentiell. Also Stillhalter, nochmal, das sind die Verkäufer der Option. Das sind die, die bei der Eröffnung des Trades eine Prämie bekommen. Und das ist das, was wir ja auch primär machen. Wir wollen unsere regelmäßigen Einkommen mit den Stillhalterstrategien generieren. Und je nachdem, wo wir den Strikepreis angesetzt haben, der Option, entscheidet am Ende über die Wahrscheinlichkeit, ob unsere Option am Ende der Laufzeit ausgeübt wird oder nicht. Nochmal hier ein kleiner Exkurs. Wenn wir jetzt doch mal hier in diese Put-Option gehen. Wenn ich jetzt hier
die Put-Option bei 140 habe, wann, wenn ich jetzt hier verkaufe, ich verkaufe die Put-Option, wenn die Aktie steigt, behalte ich die Prämie, alles fein, alles gut. Wenn die Aktie sich seitwärts entwickelt, auch gut. Wenn die Aktie sinkt, aber nicht den Strike-Preis touchiert bzw. unterschreitet, auch noch in Ordnung. Erst hier wird der Käufer sein Recht ausüben und wir kommen in die Pflicht. Unsere Pflicht wäre es jetzt bei der verkauften Option, dass wir uns 100 Apple-Aktien zu 140 US-Dollar andienen lassen müssten. Ja, dann hätten wir sozusagen für 14.000 Dollar auf einmal Apple-Aktien in unserem Depot. Und das ist das, was wir nicht wollen. Und jetzt, das ist, was ich eben gesagt habe, warum ist das jetzt essentiell für unsere Stillhalterstrategie? Klar, wenn wir weiter aus dem Geld, out of the money sind, beispielsweise hier, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch kleiner, dass der Käufer sein Recht ausüben wird. Der Nachteil für uns, wenn wir weiter aus dem Geld sind, ist natürlich, dass die Prämie auch kleiner wird. Und das ist etwas, was man de facto lernen muss, dass man natürlich auch immer kalkuliert, das Risiko, was man hier eingeht mit der Prämie, die man sozusagen verdient. Also Moneyness, in the money, out of the money, at the money, ganz wichtig, muss man wissen, als Stillhalter für uns essentiell, wie gerade gesagt, weil es darüber entscheidet, ob der Käufer sein Recht ausübt oder nicht. Hier nochmal das aufgestellt, wie ich das gerade an den zwei Beispielen erklärt habe. Da haben wir jetzt eben noch gesagt, wir haben auf der einen Seite den inneren Wert und der zweite Block ist der Zeitwert. Und der Zeitwert, der hat auch sozusagen, ist halt so abhängig von der Laufzeit, also wie lange läuft die Option noch. Also generell kann man natürlich sagen, je länger die Laufzeit ist, umso höher ist die Prämie. Aber jetzt gibt es natürlich auch noch den relativen Zeitwert. Und der relative Zeitwert heißt ja, wie schnell sich der Zeitwert abbaut. Also am Ende der Laufzeit, wenn du jetzt beispielsweise für 100 Dollar eine Option verkaufst und die besteht nur aus dem Zeitwert, dann wird sie am Ende der Laufzeit 0 sein. Ja? Die Option verfällt wertlos am Ende. Wenn du jetzt beispielsweise als Verkäufer nicht in die Pflicht kommst, super, dann hast du auf jeden Fall die 100 Dollar verdient. Aber was natürlich auch wichtig ist, zu sehen oder zu wissen, dass das halt hier alles nicht linear ist, ja, sondern dass man hier auch an der Steigung der Kurve erkennen kann, dass am Ende der relative Zeitwertverfall viel größer ist als am Anfang. Das heißt, wenn man jetzt sich die Tage vor 90 Tagen mal anschaut, wir nehmen jetzt mal 360, ja, dann wird die Linie hier sehr, sehr flach verlaufen. Also hier fällt sie erst ab. Und deshalb sagen ja auch ganz viele, erst ab 60 Tagen, da lohnt es sich, die Option zu verkaufen, weil wir halt mehr von dem relativen Zeitwertverfall profitieren. Ganz wichtig zu wissen, wir als Verkäufer, ja, haben den Vorteil, dass die Zeit nicht gegen, sondern für uns läuft. Das heißt, jeder Tag, der vergeht, der ist für uns sozusagen profitabel. Und wenn wir dann auch noch kürzere, also nicht so ewig lange Laufzeiten nehmen, ceteris paribus natürlich, dann haben wir hier noch einen Vorteil von dem immer höher werdenden relativen Zeitwertverfall. Die zweite wesentliche Komponente ist die Volatilität. Volatilität, Schwankungsbreite. Da unterscheiden wir jetzt zwischen zwei Volatilitäten. Das ist die historische Volatilität auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir noch die implizite Volatilität. Das ist die Schwankung der Vergangenheit und das hier, die implizite Volatilität, die also mit einer Preiskomponente der Optionsprämie ist, das ist die erwartete Schwankung des Underlyings für die Restlaufzeit. Also wir werden immer häufiger das Wort implizit oder die Worte implizite Volatilität hören, weil die halt für uns ganz wesentlich ist. Nochmal, wir verkaufen eigentlich nur out of the money, das heißt nur Prämien, die nur aus dem Zeitwert bestehen.
Aber dieser Zeitwert, der hat als Subkomponente ja noch die implizite Volatilität und die müssen wir natürlich auch berücksichtigen. Eins vorab, wenn wir bei einer hohen Volatilität verkaufen, dann profitieren wir von einem Rückgang der Volatilität. Deshalb müssen wir dieses natürlich hier, diese Komponente natürlich auch mit berücksichtigen, weil die uns auch eine Wahrscheinlichkeit gibt, entweder von der Volatilität zu profitieren, beziehungsweise einen negativen Impact von der Vola zu bekommen. Und das müssen wir natürlich vorher auch kalkulieren. Hier sind wir jetzt bei den Sensitivitätskennzahlen. Die Griechen, so werden sie genannt. Das sind bestimmte Einflussfaktoren auf den Optionspreis. Da haben wir gerade eigentlich schon indirekt von besprochen, ja, als wir über die verschiedenen Strikepreise gesprochen haben. Da reden wir auch sozusagen von dem Delta-Zeitwert, haben wir hier im Theta-Vega. Hier haben wir die Volatilität und das hier die Gamma, das ist sozusagen der Turbo fürs Delta. Aber da gehen wir jetzt gleich nochmal drauf, also genauer drauf ein. Es gibt noch mehr Griechen, ja, habe ich hier unten auch schon geschrieben, Omega, Rho etc., aber auf diese gehen wir hier nicht ein. Die gucke ich mir ehrlich gesagt auch, ja, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir die überhaupt schon mal angeguckt habe, wenn ich ehrlich bin. Das heißt, diese Griechen sind die Sensitivitätskennzahlen, mit denen ich arbeite und die ich halt auch empfehle, sich anzuschauen. Ja, das Delta lässt sich auf zwei verschiedene Arten definieren. Einmal die Preisänderung einer Option im Verhältnis zu einer Preisänderung des Basiswertes und zweitens die Anzahl an Aktien, die einer Optionsposition entsprechen. Das Delta kann positiv und negativ sein. Und um das jetzt hier nochmal kurz ein bisschen aufzuzeigen, gucken wir uns das an. Wir gucken uns das Delta jetzt mal für eine Call-Option an und für eine Put-Option. Einmal möchte ich hier definitiv auf die Call-Option hier eingehen. Das heißt, wenn die Aktie um 1 Euro steigt, dann steigt die Call-Option bei einem Delta von 60 Cent auf 1,60 Euro. Auf der anderen Seite, wenn die Aktie um 1 Euro steigt, dann sinkt die Put-Option bei einem Delta von 0,40 um 0,40 auf 0,30. Das gleiche Spiel können wir auch hier machen für die Aktie in der Call-Option, wenn sie fällt. Das heißt, wenn die Aktie hier um 1 Euro fällt, dann sinkt die Call-Option bei einem Delta von 60 um minus 0,60 auf 0,40. Bei einer Put-Option gleiches Spiel, nur halt dann andersrum. Das heißt, dann steigt es natürlich. Wenn die Aktie um 1 Euro fällt, dann steigt die Put-Option bei einem Delta von 0,40 um 40 Cent auf 1,10. Ja, also es hört jetzt ein bisschen viel an, ist jetzt auch nicht so wirklich wichtig, nur dass man weiß, wenn man jetzt ein Delta hat von 0,40, dass bei einer Änderung des Basiswertes um einen Punkt, dass sich dann die Preise, dass der Preis der Option auch entsprechend ändert. Ja, das Delta wird auch verwendet, um zu erfahren, wie viele Aktien durch eine Optionsposition abgebildet werden. Ja, das heißt, wenn ich jetzt Beispiel als Optionshändler 3 Optionen mit einem Delta von 0,5 habe, dann wird es wie folgt kalkuliert. 3 mal 100, das ist ja der Multiplikator, die Kontraktgröße, mal dem Delta von 0,5, das wären dann 150 Aktien. Also nochmal, dies bedeutet, dass eine Aktienbewegung von 1 zu einer Änderung der Optionsposition von 150 führt. Theta, ganz genau, das Theta gibt an, um wie viel sich der Optionspreis pro Tag durch das Verstreichen der Zeit bis zur Fälligkeit verringert. Ceteris paribus, das heißt, alles andere bleibt dann gleich. Je kürzer die Laufzeit der Option, desto schneller verliert die Option ihren Wert. Das habe ich ja gerade an der einen Kurve da gezeigt, an dem relativen Zeitwert. Bei 2 Optionen mit dem gleichen Ausübungspreis, aber verschiedenen Verfallsdaten, verliert die kürzer laufende Option mehr Wert pro Tag als die länger laufende Option. Das ist das, was ich eben erklärt habe, dass der Zeitwertverfall nicht linear ist. Das Vega einer Option gibt an, wie sehr sich der Preis einer Option verändert, wenn sich die Volatilität verändert. Da haben wir ja gerade eben über die implizite Volatilität gesprochen, auch eine Preiskomponente der Optionsprämie. Bei Zunahme der Volatilität wird der Optionspreis teurer. Bei einer Abnahme der Volatilität wird der Optionspreis günstiger.
Ganz, ganz wichtig, bei Zunahme wird teurer. Wir wollen ja auf gut Deutsch als Verkäufer einer Option teuer verkaufen und billig einkaufen. Deshalb, wir wollen, wenn wir eine Option verkaufen, definitiv nicht, dass die Volatilität zunimmt, sondern wir wollen eine Abnahme der Volatilität, damit der Optionspreis dann auch günstiger wird. Ja, also wenn wir jetzt heute verkaufen, heute war beispielsweise ein Tag, wo die Volatilität sehr hoch im Vergleich der letzten Tage war. Und dann kann man natürlich damit kalkulieren und sagen, heute ist eine hohe Volatilität. Die Wahrscheinlichkeit liegt auf unserer Seite, dass die Volatilität abnimmt. Und dann hätten wir natürlich als Verkäufer einer Option einen Profit. Ja, weil der Optionspreis, der verliert mehr an Wert. Ja, das heißt, der wird günstiger. Und wir verkaufen ja teuer und hoffen ja darauf, dass der Preis günstiger wird. Sprich, bei hoher Volatilität hat der Verkäufer den Vorteil auf seiner Seite, weil die Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass die Vola abnimmt und somit auch der Optionspreis günstiger wird. Thorsten, darf ich einmal kurz? Ja, bitte. Hast du die Fragen einmal im Blick? Nee, ich eigentlich nicht. Weil da ist gerade eine Frage zur Vola reingekommen. Ja, das bitte. Kann ich dir eben kurz geben. Ja, bitte. Wie berücksichtigst du IV-Rang und IV-Percentile? Danke vorab. Also ich denke, bleibt wohler. Okay, wir haben das ist eine sehr gute Frage, aber für all jene, die jetzt nicht wissen, was dieser IV-Rank und dieser IV-Percentile ist. Also wir können ja nur von der Situation jetzt beurteilen, ob die Volatilität hoch oder niedrig ist. Ja. Um das aber auch irgendwie, ja sag ich mal, zu indizieren, ob das jetzt wirklich hoch oder niedrig ist, nimmt man halt Werte aus der Vergangenheit und setzt sie in Vergleich. Und da gibt es diese zwei Möglichkeiten mit dem IV Rank und dem IV Percentile, um zu sehen, ob jetzt beispielsweise heute wirklich in Anführungszeichen eine hohe implizite Volatilität ist oder nicht. Ja, da arbeiten wir dann sozusagen mit den Werten aus den vergangenen Tagen bzw. Wochen. Meistens ist das auf 52 Wochen kalkuliert. Also für mich ist der IV Rank, der IV Percentile wichtig. Ich konzentriere oder fokussiere mich mehr auf den IV Percentile. Der IV Percentile hat nämlich den Vorteil, wenn ich das mal kurz hier zeigen darf, wenn ich jetzt hier, das ist jetzt die implizite Volatilität, ja, und dann haben wir jetzt, das ist der aktuelle Kurs, und dann vergleiche ich ja, ist der Kurs jetzt hoch oder niedrig? Bei dem IVP, bei dem IV Percentile sucht man, wie viel Prozent in den letzten Wochen waren beispielsweise anders hoch als jetzt die aktuelle implizite Volatilität? Ja? Das heißt, wenn man jetzt beispielsweise eine IVP von 90% hat, dann heißt das, 90% der letzten 52 Wochen war die Volatilität niedriger als jetzt. Was für mich dann bedeutet, ich habe eine hohe implizite Volatilität und ich würde wahrscheinlich in den nächsten Tagen von einer fallenden Volatilität als Verkäufer profitieren. Beim IV Rank ist das Problem halt folgendes, dass man mit dem Vergleich beim IV Rank auch mit dem Hoch- und Tiefkurs macht. Ja, und dann kann natürlich mal die implizite Volatilität ganz Zeit so gehen und dann plötzlich so und dann runter. Ja. Und dann nimmt er als Hochpunkt diesen Punkt, der ja eigentlich gar nicht repräsentativ ist. Ja? Das würde bedeuten hier, wir hätten ein ziemlich niedriges IV Rank, weiß ich nicht, von 10, weil er hier sagt, von wegen im Verhältnis zum Hoch- und Tiefpunkt ist der Kurs halt auf Rang 10. Ja, das heißt, es ist eigentlich eine niedrigere Volatilität, was eigentlich nicht der Fall ist. Und bei diesem IVP wird das sozusagen hier, ich mache es jetzt mal ganz einfach, abgeschnitten, indem man einfach mal nur guckt, wie viele Wochen waren denn jetzt wirklich höher oder niedriger als hier. Ja, oder niedriger als hier. Und das wäre dann ja nur ein oder zwei Tage oder Wochen vielleicht gewesen, aber nicht so extrem, wie es hier beim IV Rank kalkuliert wird. Also von daher bin ich schon eher auf der IVP-Seite, IV-Percentile-Seite und IV Rank. Aber das Beste ist immer, wenn man beide nimmt und beide haben halt eine gewisse Höhe, dann hat man auf jeden Fall die Gewissheit, dass die implizite Volatilität jetzt beispielsweise wirklich hoch ist im Vergleich zur Vergangenheit. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt beantworten können.
Kam auf jeden Fall so rüber. Ich denke schon. Ich muss ja, auf jeden Fall danke, sehr gut erklärt, kam zurück. Perfekt. Ja. So, Gamma, das ist das, was die wenigsten irgendwie interessiert. Also ich kann es nur sagen, als jemanden, der auch mit sich mit dem Daytrading da beschäftigt, Gamma ist ganz wichtig. Und auch alles, was in der letzten Woche ist, und das liegt an folgenden Punkten. Warte kurz, ich muss jetzt hier wieder den Laserpointer hier. Das Gamma drückt aus, wie sich das Delta einer Option ändert, wenn sich der Kurs des Basiswerts um eine Einheit ändert. Ja, also das ist jetzt sozusagen der Turbo des Deltas. Das kann wirklich am Ende dann so sein, dass man vielleicht denkt, man ist noch weit genug weg, hat ein relativ geringes Delta, aber am Ende kommt sozusagen dieses Gamma-Risiko und macht alles kaputt. Ja, aber das ist schon wieder eine Sache von wegen, die ein bisschen schwieriger ist, die am Anfang noch nicht so ganz verständlich ist, wenn man die Grundlagen noch wirklich nicht auf dem Schirm hat. Ja. Genau. Kommen wir jetzt zu den Optionsstrategien. Ja, das ist ja der Fokus, auf den wir uns heute auch ausrichten wollten. Und da gibt es ja halt verschiedene. Die meisten haben wahrscheinlich das ein oder andere schon gehört. Nochmal kurz erwähnt. Also für mich sind Optionsstrategien für Investoren all jene Strategien, bei denen die Aktie im Fokus steht. Ja, es gibt für mich zwei verschiedene Strategien. Das sind die Investorenstrategien, wie gerade gesagt, da steht die Aktie im Fokus. Und es gibt für mich die Cash-generierenden Strategien. Das ist ja das, was ich beispielsweise mit meiner Brot-und-Butter-Strategie mache. Da steht für mich die Option mehr im Fokus. Ja, das heißt, da mache ich mehr Fokus auf die Analyse der Option. Da mache ich keine wirkliche Fundamentalanalyse der Aktie. Natürlich ist es immer besser, wenn man weiß, worauf man tradet. Ja, das ist ja ein Derivat. Sprich, wir müssen schon als Optionshändler wissen, auf was für eine Aktie wir da traden. Also auf was für eine Basis wir da traden. Das ist natürlich wichtig auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist mir das in Anführungszeichen fast egal. Ja, da nehme ich die Chartanalyse mehr in Fokus und nicht die Fundamentalanalyse für meine cash-generierenden Strategien, weil bei den cash-generierenden Strategien geht es einfach darum, dass ich Prämien generieren möchte und die Laufzeit der Optionen, wissen wir ja, die ist ja begrenzt. Da kann es mir egal sein, wenn jetzt Apple irgendwelche Planungen macht für beispielsweise in 3 Jahren. Ja, also wenn die jetzt sagen, was ja irgendwo Gerüchte wohl auch ausdrücken, ja, mit dem Auto, ja, dass Apple auch ein Auto auf den Markt bringen wird. Das hat natürlich vielleicht einen kleinen Anschubser für die Aktie in dem Moment, wo ich die Option trade. Aber da ich ja als Optionshändler für meine cash-generierenden Strategien nur kurz drin bin, hat mich das wenig zu interessieren. Das ist dann mehr für jene, die jetzt diese Investorenstrategien machen. Ja. Und am Anfang ist es einfach so, da wird man vorerst wahrscheinlich auf die Optionsstrategien für Investoren gehen, beziehungsweise auf einfache Optionsstrategien. Beispiel den Verkauf von Put-Optionen. Ja, das, was ich gerade eben am Beispiel der Apple-Aktie mit der 140er Put erklärt habe, das ist ja etwas, was man wirklich machen kann. Ne? Also da kriegt man $230 für eine Laufzeit bis zum 21. Oktober. Das sind ja 45, 46 Tage. Das ist ja gar nicht so verkehrt. Ne? Und wenn die Aktie nicht abschmiert, die ist jetzt bei 155, dann hat man die Prämie verdient und dann kann man das natürlich weitermachen. Wenn man jetzt aber eine Optionsstrategie für Investoren fährt, dann ist es natürlich ganz wichtig, was hinter der Aktie, was das für ein Unternehmen ist. Ja, da halte ich es schon für sinnvoll, dass man sich damit beschäftigt, weil eins dürfen wir nicht vergessen, mit den Aktienoptionen, da bewegen wir 100 Aktien, die Kontraktgröße liegt bei 100. Das ist jetzt nicht so, dass wir mal ein, zwei Aktien dann haben, dann haben wir schon 100 Aktien. Und deshalb gehen wir jetzt auch erstmal darauf ein. Wir konzentrieren uns heute auf Covered Call auf der einen Seite und auf Cash Secured Put auf der anderen Seite. Ja, das sind die Strategien, bei denen wir uns jetzt mal ein bisschen, oder darüber werden wir uns mal ein bisschen unterhalten. Also was ist Covered Call? Ein Covered Call ist eigentlich nichts anderes als der Verkauf einer Call-Option, also ein Short Call, ja, mit einem entsprechenden Aktienstock. Ja, das heißt auf gut Deutsch, wenn wir uns das jetzt mal angucken, wie das konkret aussieht, du musst schon entweder 100 Aktien kaufen
oder du hast beispielsweise schon 100 von diesen Aktien im Depot. Weil Covered Call ist gedeckt und gedeckt mit den Aktien, die wir entweder kaufen oder die wir vielleicht schon im Depot haben. Und wenn das, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann machen wir das zweite, dann verkaufen wir eine Call-Option. Eigentlich relativ einfach. Wollen wir das direkt mal an einem Beispiel zeigen? Hier sehen wir jetzt wieder die Apple-Aktie. Und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, wir haben die Apple-Aktie für 155,81 heute gekauft. 100 Stück deshalb, weil ja auch die Aktienoption auf 100 ausgelegt ist. Und dann machen wir Folgendes. Wir verkaufen direkt eine Call-Option bei einem Strike-Preis, bei einem Ausübungspreis von 165. Was bekommen wir dafür? Wir bekommen dafür $325 Prämie. Gucken wir uns das jetzt mal an. Also in der Regel ist es definitiv so, dass natürlich der Strike-Kurs, der Ausübungspreis oberhalb der Aktie liegen sollte. Ja, das kann ich gleich auch nochmal erklären, warum das empfehlenswert ist. Wir gucken uns jetzt die Szenarien an. Also wie gesagt, wir haben für 155,81 die Apple-Aktie im Depot und die Aktie, die schießt jetzt nach oben, die übererfüllt den Strike-Preis. Das heißt, wir sind jetzt als Verkäufer in der Pflicht. Der Käufer wird jetzt sein Recht ausüben und was will der Käufer damit jetzt machen? Er sagt, pass mal auf, ich möchte jetzt die Aktie kaufen und zwar für $165. Das haben wir vereinbart, also gib mir deine Aktien für $165. Für uns in dem Fall gar nicht mal so schlimm. Das war ja auch unser Plan. Ja, also damit haben wir ja kalkuliert. Wie sieht es dann aus? Was haben wir jetzt verdient? Ja, wir haben ja die $325. Die bekommen wir direkt, nachdem wir die Option verkauft haben. Also direkt hier am Anfang kriegen wir dann die Prämie. Also die kriegen wir sozusagen wirklich direkt am Anfang, die $325. Und was haben wir jetzt noch? Jetzt haben wir natürlich noch von der Kursentwicklung profitiert. Das heißt, die 165 minus 155,81, ich rechne das jetzt mal nicht so genau aus, sage einfach, das sind jetzt $10 pro Aktie mal 100, das sind dann $1.000 plus die 325. Ja, das heißt, ich habe jetzt mit der Covered Call Strategie $325 auf der einen Seite durch die vereinnahmte Prämie verdient und auf der anderen Seite durch die Kursentwicklung der Apple-Aktie weitere $1.000. Ja. Wenn es aber jetzt mal anders läuft, ja, und zwar, dass wir jetzt beispielsweise sagen, es läuft seitwärts, wie sieht es dann aus? Ja, wenn es seitwärts läuft, dann ist die Aktie sozusagen oder die Option nicht im Geld, ja, nicht in the money und dann kommt es auch nicht zur Ausübung, also der Käufer, das hat ja keinen Sinn für ihn, diese Option auszuüben und dann haben wir die $325 verdient, aber weiterhin die Apple-Aktien im Bestand. Ja, das heißt, auf gut Deutsch, für die Zeit, die wir das jetzt hier offen hatten, für die 46 Tage haben wir jetzt $325 verdient. Szenario 3, die Aktie geht nach unten, gleiches Spiel wie bei 2. Ja, es kommt nicht zur Ausübung, ja, und wir haben die $325 verdient. Natürlich sind wir nicht gerade happy, weil natürlich der Kurs unseres Aktienbestandes nach unten ging. Hier nochmal kurz die P&L, also der Profit and Loss Graph hier aufgezeigt und das kann man hier also auch schön sehen. Ne? Der maximale Profit, der liegt dann hier bei den 165, ja? Weil da kommt es ja zu dieser Ausübung. Und der Break-Even, der ist natürlich geringer. Und warum ist der geringer? Weil wir die $325 verdient haben. Ja, das heißt, selbst wenn die Aktie ein bisschen weiter runter geht und die wäre jetzt am letzten Tag bei 152,59, haben wir keinen Verlust, weil die $325, die haben uns ja sozusagen ein bisschen gehedged, nämlich zwischen dem aktuellen Kurs und dem Break-Even, diese $325 waren unser kleiner Hedge. Ja, also Covered Call hat auf jeden Fall auch eine kleine Hedge-Wirkung, auch nicht schlecht. Ja, die Vorteile gerade schon erklärt, das ist der zusätzliche Cashflow durch die Prämie. Also da kann man definitiv auch
Renditen teilweise im Jahr zweistellig mit erzielen. Das ist natürlich wirklich schön, besonders wenn es auch, sage ich mal, immer seitwärts geht und man immer wieder da Optionen drauf schreiben kann, ist das natürlich nicht verkehrt. Ja, man hat kein weiteres Risiko, also durch die Option hat man kein Risiko. Wir sind ja jetzt gedeckt. Das Schlimmste, was passieren kann, wir kommen in die Pflicht und die Pflicht bedeutet, dass die Aktien, die wir sowieso im Bestand haben, die geben wir dann ab. Ja, wenn wir jetzt einen nackten Call hätten, wären wir dann short im Depot, ja, dann müssten wir uns die Aktien natürlich wieder irgendwie zurückkaufen, ja, um das wieder zu glätten. Gerade auch erwähnt, das Hedging ist natürlich auch vorhanden, natürlich gering und zwar nur mit der vereinnahmten Prämie. Ja, das ist auch das, was wir auch maximal als Verkäufer einer Option verdienen können, ist immer die vereinnahmte Prämie. Nachteile, Gewinne sind begrenzt, klar, ist natürlich nicht schön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann man das natürlich auch justieren. Man hätte jetzt statt 165 auch 170 nehmen können, hätte dann aber die Nebenwirkung gehabt, dass natürlich die vereinnahmte Prämie dann geringer gewesen wäre. Ja, der Käufer der Option übt sein Recht vor Verfall aus. Kann auch passieren. Wir haben ja auch Dividendentitel, ja. Und wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen eine Dividende zahlt und die Dividende ist zum Zeitpunkt, wenn man die Option offen hat, höher als die zu dem Zeitpunkt bestehende Optionsprämie, dann wird der Käufer sein Recht ausüben, sich dann sozusagen die Aktien ins Depot holen und die Dividende einkassieren, die wir ja vielleicht eigentlich haben wollten. Das muss man natürlich dann auch berücksichtigen, dass sowas passieren könnte. Ja, vielleicht noch ein weiterer Nachteil, das ist natürlich auch, es bedarf natürlich auch ein gewisses Kapital, weil man ja, wie gesagt, 100 Aktien haben sollte und diese 100 Aktien, die kosten natürlich auch Geld. Ja, jetzt hier beispielsweise Apple-Aktien, 155, das sind 15.500 und da muss man natürlich auch immer darauf achten, dass man nicht zu einem Klumpenrisiko kommt. Klumpenrisiko heißt zu viel von einer Position, ja, dass man dann auch zu sehr leidet, wenn diese eine Position gegen einen läuft. Das darf man natürlich nicht vergessen. Jetzt kommen wir zu einer Strategie, die ist wahrscheinlich bei ganz vielen beliebt. Ich nenne sie immer Aktie zum Wunschpreis, hier Cash Secured Put. Das ist der Begriff dafür. Um worum geht es eigentlich? Es geht um den Verkauf einer Put-Option, ja, einer Short-Put. Aber hier ist man gedeckt und zwar mit Cash. Das heißt, im Falle einer Rechtsausübung des Käufers, also wenn wir in die Pflicht kommen, haben wir de facto genug Kapital, um uns auch die Aktien andienen lassen zu können. Ja. Beispiel, wir haben jetzt eine Royal Caribbean Aktie, habe ich heute übrigens eine Put-Option drauf verkauft und ich verkaufe die bei 30 und ich finde die Aktie ganz gut und es läuft jetzt gegen uns, die Aktie geht ein bisschen weiter runter, erreicht die 30, ich komme in die Pflicht, muss mir jetzt sozusagen die Aktien andienen lassen, das sind 30 mal 100, 3.000 Dollar, das heißt die 3.000 Dollar Kapital, die sollte ich auf jeden Fall dann auf dem Konto haben. Das muss man natürlich dann wissen, wenn man Cash Secured Put macht. Also es ist wirklich hier mit Cash abgesichert, Cash Secured. Das ist was anderes als Short Put. Da geht es ja im Wesentlichen darum, die Prämie zu generieren. Hier macht man es eigentlich mit Lieblingsaktien, also mit Aktien, die man ganz toll findet. Ja? Also nicht mit Aktien, die man schlecht findet, dann würde ich Cash Secured Put nicht machen, weil dann hast du nachher irgendwelche Aktien im Depot, die du gar nicht haben möchtest. Ja, wie sieht es konkret aus? Wie gesagt, Verkauf einer Put-Option auf Wunschaktie. Und last but not least muss man natürlich dafür sorgen, dass der Cashbestand auf dem Konto auch ausreichend hoch ist. Beispiel. Wir haben jetzt hier wieder mal Apple. 140er Strikepreis, Laufzeit 21.10., Prämie 226. Ja, nochmal, wir haben hier eine Option auf Apple verkauft, eine Put-Option. Als Verkäufer sind wir in der Pflicht. Das heißt, wenn wir hier unten bei den 140 sind, müssen wir uns die andienen lassen. Und ich wiederhole es nochmal, ich würde es nur mit Aktien machen, die ich auch will. Und ich muss auch sagen, der Strikepreis sollte auch der Preis sein, zu dem man die Aktie gerne haben möchte. Das kann man ja jetzt machen, indem man beispielsweise sagt, es liegt jetzt bei 155 und hier, wenn ich hier sehe, wie die Aktie sich bewegt hat, Mist, ich wäre doch so gerne hier bei 140 eingestiegen. Dann kann ich jetzt sagen, ich verkaufe eine Put-Option
bei 140 und sage von wegen, wenn die auf 140 sinkt, sehr gut, dann kriege ich meine Lieblingsaktie zu meinem Wunschpreis. Aber was passiert, wenn es anders läuft? Und das gucken wir uns jetzt auch mal an. Das ist Szenario 1. Die Aktie steigt. Wir kommen nicht in die Pflicht. Wir haben aber die $226 Prämie. Die Aktie bewegt sich seitwärts. Wir kommen nicht in die Pflicht. Die Aktie bleibt sozusagen bei uns, bleibt nicht bei uns. Wir haben sie immer noch nicht. Sorry. Und wir haben auf jeden Fall die $226 Prämie. Hier ist die Option im Geld. Der Käufer wird sein Recht ausüben. Wir kommen in die Pflicht und wir müssen sozusagen unsere Wunschaktie zu unserem Wunschpreis von $140 in unser Depot aufnehmen. Ja, also da haben wir auf jeden Fall die Pflicht, die Aktie uns andienen zu lassen. Wir haben dann $226 verdient, ja, das darf man natürlich nicht vergessen, und haben dann unsere Wunschaktie zu unserem Wunschpreis von 140. Wenn wir uns hier nochmal Break-Even angucken, definitiv maximale Prämie ist maximaler Profit ist hier die Prämie, die $226. Aber auch hier, unser Break-Even liegt bei 137,74. Ja, das ist sozusagen die 140 mal 100, die 14.000, minus die 226. Dann sind wir bei 13.774. Und das natürlich pro Aktie wären es dann bei diesen 137,74. Ja, das ist jetzt sozusagen die Strategie Cash Secured Put. Da kann man sich halt eine Aktie raussuchen, die man gut findet. Man kann sich einen Strike-Preis raussuchen, wo man sagt, das ist der Preis für die Aktie, wo ich sage, das ist schon wirklich was, wo ich das machen wollen würde. Ja, andernfalls, man darf sich nicht drüber aufregen, wenn dann die Aktie kommt. Man sollte sich dann eigentlich freuen. Vorteile, Nachteile, Cashflow durch Prämie, gleiche Fall, Stillhalterstrategie halt, Aktie zum Wunschpreis. Kann man natürlich dann, wird man für die Zeit sozusagen belohnt, weil es kommt ja immer wieder die Frage, ich kann ja auch irgendwelche Limit-Orders erstellen etc. Und dann kann ich, ja klar, aber hier kannst du natürlich auch sagen, von wegen für die Zeit, die du die Option jetzt aufhast, kriegst du wenigstens noch ein bisschen Geld fürs Warten. Nachteile, teilweise hoher Cashbestand, Klumpenrisiko, ähnlich wie beim Covered Call. Und last but not least, Risiko liegt im Basiswert. Klar, es kann natürlich passieren, dass beispielsweise die Aktie richtig abschmiert und ja, dann hat man sie nachher im Depot und hat vielleicht dann auch ordentliche Verluste. Das kann halt immer passieren. Das passiert aber auch, wenn man sich direkt Aktien ins Depot holt. Nur, dass man hier natürlich nicht vergessen darf, hier reden wir immer von 100 Aktien. Ja, das war es jetzt von meiner Seite. Sind da jetzt noch Fragen? Also es kam jetzt zwischendurch nur noch eine rein, aber da bist du drauf eingegangen. Ansonsten hätte ich jetzt nichts mehr, was ich jetzt noch so abschließend als Frage reinwerfen könnte. Ja. Also wenn jetzt natürlich noch eine Frage kommt oder so, ne, dann gerne raus. Der Thorsten steht da auf jeden Fall zu Fragen zur Verfügung. Okay. Jetzt nur kurze Rückfrage an den Teilnehmer, der jetzt das geschrieben hat. Geht es um die Frage mit dem ATM und OTM? Mit der blauen Kurve? Ist die Frage gemeint? Okay. An welcher Stelle war das? Das war relativ zum Anfang. Gilt hier der Zeitwertverfall, die blaue Kurve als at the money oder out the money? Muss ja einmal schauen, was mit blauer Kurve oder sowas, was du drin hattest. Ja, genau da. Ja, das ist halt allgemein. Also die Frage ist schon wirklich vernünftig, weil natürlich das Theta ist natürlich auch entsprechend des jeweiligen Deltas unterschiedlich. Ja? Also es ist ein Unterschied, ob ich bei einem niedrigen Delta eine lange Laufzeit habe oder beim hohen Delta eine lange Laufzeit. Ja? Also das ist jetzt hier so eine allgemeine Kurve, das halt grundsätzlich, das ist sowohl als auch der Zeitwert mit der Zeit sozusagen pro Tag höher an Verfall hat. Ja? Also das ist also diese Kurven sind halt allgemein gehalten. Ja? Ist jetzt nicht ganz genau auf at the money oder in the money oder out of the money. Das ist einfach nur zum Verständnis, dass grundsätzlich der Zeitwertverfall zum Ende hin stärker abnimmt. Der Zeitwert. Okay, dann noch eine Frage, ob
Future-Optionen noch kommen? Ich glaube, das machst du heute nicht mehr, oder? Nee, auf Option. YouTube, wenn ich das in 10 Minuten hinkriegen würde, das wäre gut. Nee, also, das definitiv nicht, aber was ich vielleicht noch mal kurz hier zeigen könnte, weil die Frage kam ja bei mir jetzt auch öfter. Also nach dem letzten Gespräch kam halt die Frage in dem Club, ja, das war halt für mich ganz interessant. Ja, das sind, also da hat man halt gefragt, also ich habe 3 E-Mails bekommen, waren eigentlich ungefähr die gleichen Fragen, was diese neuen Workshops bedeuten, ob die einzeln buchbar sind. Nein, die sind alle Bestandteil des Clubs. Wir gehen halt auf die einzelnen Positionen ein. Wir haben jetzt nachher zum Beispiel, starten wir die Investorenstrategien in unserem Workshop. Ja, da machen wir halt ganz viele verschiedene Dinge, also jetzt nicht nur Grundlagen der Strategien, sondern wir gehen natürlich dann auch auf die Aktienanalyse beispielsweise ein. Da versuchen wir uns natürlich Wege zu finden, wie wir schnell, gut und gründlich eine Fundamentalanalyse beispielsweise machen können. Aber hier, und die Frage kam halt auch mit den Future-Optionen auf Rohstoffe, das ist halt auch etwas, was wir dann im Club besprechen. Das ist alles hier im Club. Ich weiß nicht, von wegen Widerstand der Dinge ist, Flo, aber wir hatten ja eine tolle Idee, dass wenn man jetzt beispielsweise ein Konto bei FX Flat öffnet, ja, dass man dann auch 2 Monate verlängerte Clubmitgliedschaft bekommt. Ja. Also das ist definitiv auch noch da. Das wird wahrscheinlich von FX Flat dann bald auch kommuniziert. Beziehungsweise ich würde das dann auch in meinem Verteiler dann kommunizieren. Also für all diejenigen, die noch nicht da sind, die können mich natürlich anschreiben, mail@optionsforwinners.de. Ja, dann kann man das natürlich nochmal hier alles erklären, wie das gemeint ist. Ja. Genau. Okay, dann haben wir noch eine Frage. Bindet nicht eine Cash Secure Put nicht zu viel Kapital? Fragezeichen. Und inwiefern ist das vorteilhaft oder nachteilig für die Margin? Ja, natürlich bindet das in Anführungszeichen Kapital. Also das ist ja klar. Also damit muss man natürlich auch kalkulieren. Das ist ja das Problem, warum ich sage, dass da auch ein hoher Cashbestand teilweise für erforderlich ist. Also wenn man das klassisch Cash Secured Put machen möchte, also wirklich mit dem Cashbestand, also auch das Geld auf dem Konto haben will, dann hat man natürlich den Nachteil, dass man da viel Kapital für braucht. Ja, für die Margin, also wenn wir die Margin da uns anschauen, ist die nicht großartig anders als bei den anderen. Ja, also da ist kein großer Unterschied. Also ich würde das jetzt nicht aus Margins-Gesichtspunkten sehen. Also dieses Margin-Management, das können wir auch nochmal demnächst thematisieren, das ist für mich jetzt in dem Fall der Investorenstrategie nicht so relevant. Okay, dann jetzt wäre als nächstes daran anknüpfend vom gleichen Teilnehmer, wäre das nicht besser, einen Naked Put zu schreiben und dann zurückzukaufen beim Gewinn? Ja klar, kann man das, was heißt besser? Das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wenn du die Aktie haben willst, dann machst du Cash Secure Put, weil du sagst ja von wegen beispielsweise bei Apple, ich will die für 140 haben. Wenn du jetzt nur von der Prämie ausgehst, dann ist es für mich keine Cash Secure Put Strategie, sondern eine Short Put Strategie, in Klammern eine Naked Put Strategie. Und dann gebe ich dir natürlich recht. Also mache ich ja nicht anders oder machen wir ja nicht anders. Wir machen das ja jetzt beispielsweise so, wenn wir uns das jetzt mal hier am SPY ansehen. Da habe ich ja diesen O4W Best Indikator, den nehmen wir als Unterstützung. Wenn wir jetzt sagen wollen, wir wollen jetzt unsere Cash generierenden Dinge machen, dann gehen wir oder gucken wir uns das halt an, auch von wegen, wie sieht das charttechnisch aus? Und dann gehen wir rein. Ja, also dann suchen wir zum Beispiel hier bei dem grünen Open, das ist jetzt zwar das SPY, dann sagen wir hier, gehen wir rein und da verkaufen wir jetzt eine Put-Option. Ja, und profitieren dann sozusagen vom Anstieg des Underlyings von dem SPY. Und schließen dann, weiß ich nicht, hier bei 75% im Profit die Option. Ja, das wäre dann halt so dieser klassische Weg einer Brot- und Butter-Strategie, einer Strategie, wo ich mich primär für Cash-Generierung interessiere und nicht für Aktien oder ETF. Wenn ich jetzt aber eine Aktie unbedingt haben möchte, und dann sage ich ganz ehrlich von wegen, dann kann ich es ja auch kürzer machen. Dann kann ich eine kürzere Laufzeit nehmen. Wenn ich jetzt beispielsweise mal Apple nehme, ich suche mir jetzt mal Apple hier raus, dann hat man ein ganz anderes Problem. Nämlich, das kann ich auch mal zeigen, wenn man jetzt hier reingeht. Hier war ein gutes Signal beispielsweise hier reinzugehen. Ja, also für die, mein Gott, für die Naked Put.
für die Naked Put war das halt eine gute Sache, in Anführungszeichen, weil man natürlich hier immer die Put-Option verkauft haben und dann hat man hier profitiert. Wenn das jetzt aber keine Naked Put, sondern eine Cash Secured Put sein sollte und ich sage, ich mache hier den Strike-Preis und die Aktie, die rennt weg, ja, und die Aktie rennt weg, dann kriege ich die Aktie nicht. Dann bin ich eigentlich nicht happy darüber, dass ich die ganze Zeit Prämie generiere, sondern sage mir ganz ehrlich, ey, ich wollte doch die Aktie haben, aber die Aktie rennt die ganze Zeit weg. Klar kann ich immer wieder Prämie verdienen. Da kann man es ja wie bei so einer Treppe sehen, dass wir halt immer wieder Prämie verdienen. Aber wenn die Aktie wegrennt, rennt sie weg. Das ist oft das Problem. Deshalb sage ich ja auch immer, wenn wir Investorenstrategien diskutieren und ich will die Aktie unbedingt haben und die rennt jetzt beispielsweise weg, dass ich mir zwischendurch immer ein paar Aktien dann vielleicht von Apple kaufe. Ja, immer wieder. Und vielleicht habe ich dann irgendwann 100 Aktien. Und wenn ich 100 Aktien im Bestand habe, was mache ich dann? Dann verkaufe ich eine Call-Option und profitiere auch von der Prämie. Gibt es viele Möglichkeiten. Okay, ich habe jetzt noch eine Frage gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob du es beantworten willst, aber wie genau funktioniert der Option for Winners Best Indicator genau? Was wird dort dann alles als Filter ausgewählt bei TradingView? Ach so, ja, wir haben also dieser Options, dieser OVW Best Indikator, der hat Subindikatoren, also der basiert auf diverse Indikatoren, wie beispielsweise der RSI, der stochastische Oszillator, ADX, also sind diverse Komponenten drin, auf die sozusagen der Indikator da basiert. Ja. Und wenn diese Signale, diese Subindikatoren bullisch sind, dann haben wir halt eine grüne Kerze. Wenn die bärisch sind, haben wir eine rote Kerze und hier weder noch. Also da haben wir halt keine mehrheitlichen Signale für bärisch oder für bullisch. Das Schöne daran ist natürlich auch, und das ist ja das, was ich immer sage, was ich mache, dass ich beispielsweise hier, also nach der Rede von Jerome Powell, dass ich dann hier mit einem Hedging reingegangen bin, weil ich gesagt habe, ich bin ja noch mit meinen anderen Optionen aktiv im Markt und die will ich irgendwie schützen. Und deshalb habe ich hier beispielsweise dann angefangen abzusichern. Ja, das ist hier in manchen Punkten natürlich wirklich gut, aber man darf auch nicht vergessen, es kann auch mal wie hier nicht lange dauern. Ja, das ist natürlich dann auch wichtig. Okay, jetzt kommt noch die Frage nach der Trefferquote mit dem Indikator. Ja, das ist eine gute Frage. Also ich bin auf jeden Fall, von dem O4W Best Indikator absolut überzeugt, aber eine Trefferquote, also ich habe das jetzt für diese Brot- und Butter-Strategie, die ich ja damit regelmäßig mache, da war die Trefferquote und das waren 120.000 Datensätze, war die bei in Anführungszeichen 86%. Klingt ja schon mal solide. Ja, aber so. Also es ist immer so, was bei Backtests beziehungsweise aus Daten der Vergangenheit ist, muss natürlich nicht zwingend auf die Zukunft zutreffen. Ne? Ja. Das ist natürlich immer die Sache, weil da habe ich natürlich auch, ehrlich gesagt, so ein Störgefühl, wenn man mit Backtests nur, ich kann eins sagen, der O4W Bestindikator, der kam ja raus, da waren wir hier, Anfang Januar 2020. Und wenn ich jetzt sehe, von wegen, was ich hier durch schon alleine mir erspart habe, ja, und dann sind wir hier auch erst wieder hier reingegangen. Ja. Der ein oder andere hat sich geärgert, weil man hier dieses Ganze nicht mitgemacht hat. Aber da sage ich ganz ehrlich, von wegen, das war trotzdem noch, wenn man sich das dann weiter in die Zukunft anschaut, schon ein ordentlicher Run, der da gegangen ist. Ne. Und jetzt gucken wir mal, wo es hingeht. Ne? Sieht ja jetzt mehr aus, als wenn wir die Treppe langsam wieder runtergehen. Ne? Ja. Da kommt der Rennen vielleicht anknüpfend daran, welche Indikatoren nutzt du bei deinem Signal-Investoren-Strategie? Bei meinen Investorenstrategien, also was für Signale? Also auf der einen Seite gucke ich mir natürlich grundsätzlich, also jetzt von der Charttechnik an, ob wir jetzt im Abwärtstrend sind. Bei den meisten sind wir im Abwärtstrend. Als zweites, ganz wesentlich, ist halt die Fundamentalanalyse. Ja, das heißt, ich gucke mir mit Hilfe eines speziell für die Fundamentalanalyse entwickelten Pools, gucke ich mir an, wie jetzt beispielsweise Umsatzwachstum, PE-Ratio, was haben wir so noch? Verschuldungsquote. Bei Aktien mit Dividende ist es zum Beispiel die Ausschüttungsquote, die Stabilität von der Dividende. Da sind da ganz viele Punkte und die bewerte ich. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich mir dann angucke, wenn ich das fundamental gemacht habe, dann gucke ich mir beispielsweise an, wie waren die Earnings
in den letzten Quartalen, wurden die meistens übererfüllt oder nicht. Dann der nächste Punkt, ich gucke mir die Analysteneinschätzung an, auch wenn die meisten denken von wegen, das sind alles Pfeifen. Ich kann sagen, es sind nicht alles Pfeifen, also die Analysten haben schon teilweise ein bisschen Ahnung. Und der nächste Punkt, den ich mir dann am Schluss noch angucke, ist halt auch von wegen, wie ist die Aktie jetzt allgemein bewertet? Ja, also vom Markt her. Und wenn das alles stimmt, dann weiß ich von wegen, die Aktie könnte ich zu mir ins Depot holen. Ja, und dafür habe ich natürlich eine Watchlist und die gucke ich mir dann halt immer wieder an. Nur das Gute an fundamentalen Analysen ist, es ist ja jetzt, sage ich mal, nicht wichtig von wegen, dass man sich mit den täglichen Nachrichten zwingend beschäftigt. Ja, weil man natürlich Unternehmen sich raussucht, die sich schon irgendwie im Markt etabliert haben. Ne? Stichwort Burggrabenaktien. Ja, dass die halt irgendwie ein USP haben, dass die irgendwas haben, was die halt auszeichnet oder im Vergleich zu anderen einen Vorteil haben. Ich meine Coca-Cola, ich glaube Coca-Cola hat so eine große Brand, die können, ich glaube, die können sogar so schlechte Produkte verkaufen, die würden noch lange davon profitieren. Jetzt nur mal als Beispiel. Oder Louis Vuitton, selbst wenn die Plastiktaschen noch mehr Plastik haben würden, schaffen sie es trotzdem für 1200 Euro so eine Tasche zu verkaufen. Das sind alles so Punkte, die man natürlich dann auch berücksichtigen muss, ja. Okay, dann haben wir noch, lohnt sich das Hedging, beziehungsweise mit was hedgt man? Futures, Fragezeichen, gekaufte Put-Optionen, Fragezeichen. Ja, gute Frage. Also Hedging lohnt sich definitiv, je nachdem, was man hat und wie viel Absicherungskapital man braucht. Man kann es mit Futures machen, also da nehme ich immer gerne Mikro- oder Mini-Futures. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich. Optionen sind so vielfältig, da gibt es verschiedenste Strategien. Klar, klassisch Long-Put kann man natürlich machen. Man kann natürlich das auch anders machen. Man kann zum Beispiel die Long-Put subventionieren, ja, mit einer verkauften Put-Option, dass das dann halt nicht so viel kostet und man auch nicht so viele Nachteile hat, dass der Zeitwert verfällt, weil das ist ja der Nachteil des Käufers einer Option. Also da gibt es viele Möglichkeiten, aber ich kann ganz ehrlich sagen, aus meiner Perspektive lohnt sich das definitiv. Okay, dann dein Option for Winners Indikator, der gilt auch für Future Optionen? Ja, aber Future Optionen, da gehe ich ja nicht auf Trend, da gehe ich auf Countertrend, das heißt, da suche ich immer eine Trendumkehr. Von daher nehme ich den für den beispielsweise für den Future Bereich nicht, aber wenn man sich das jetzt mal hier bei Gold anguckt, da sieht das dann so aus. Oder wenn man jetzt Euro, US-Dollar nimmt, wir waren ja jetzt heute auch schon unter 99, da sind da schon ein paar Möglichkeiten, mit denen man es machen kann. Bei Währung würde ich es machen beispielsweise. Okay, den Indikator gibt es für die Clubmitglieder, war richtig, oder? Genau, der ist in der Clubmitgliedschaft drin, genauso wie der O4 WWIX Trader. Das ist ja auch etwas, was ich immer mache. Das ist halt etwas, wo ich auch von den Volatilitäten profitieren möchte. Das ist halt hier, genau. Okay, und dann handelst du eher direktional oder indirektional? Ich handle eher non-direktional, genau. Also mehrheitlich, dass ich sozusagen von mindestens zwei der drei Richtungen profitiere. Okay, und dann als letzte Frage noch, wie und wo kann man als privater Optionshändler geeignete Underlyings ausfindig machen? Ja, geeignete Underlyings. Also ich bin ja auch ein Fan von Seeking Alpha. Also Seeking Alpha ist für mich sozusagen 1000 Börsenbriefe in einem. Ja? Also das ist etwas, da kann man sich natürlich gut damit natürlich auch beschäftigen. Ja? Andernfalls gibt es natürlich Finviz, da gibt es ja viele Seiten, die da helfen. Ja? Aber ich bin halt ein Freund von Seeking Alpha. Da kann man halt auch schön die Bewertung von den Analysten etc. da lesen. Das ist ganz, ganz toll. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen, jetzt musst du einmal noch drauf eingehen, was direktional und non-direktional ist, weil das waren wir jetzt, manche Teilnehmer wissen das jetzt nicht. So, pass mal auf, da muss man machen, warte mal einfach so. wenn ich jetzt hier einen Long Call mache und ich sage von wegen beim Long Call, also als Käufer einer Call-Option gehe ich ja davon aus, dass der Preis steigt, dann profitiere ich sozusagen direktional 1:1 von der Marktrichtung nach oben und nach unten, das ist ja dann gegen mich. Ja? Das ist sozusagen direktional, wenn ich an der Marktrichtung 1:1 oder auf jeden Fall mit der Markt oder von der Marktrichtung abhängig bin. Dann ist es direktional, wenn ich von der Marktrichtung abhängig bin. Wenn ich jetzt aber eine Call-Option verkaufe mit dem Strike-Preis hier oben, dann profitiere ich von seitwärts, von abwärts und sogar teilweise, wenn das sich hier nicht oben durchschlägt, von aufwärts.
Das heißt, da bin ich jetzt nicht mehr so an der Richtung des Underlyings gefesselt. Okay, alright. Das war's tatsächlich mit den Fragen. War Thorsten, super. dann Ja. kannst du noch was zum Abschluss sagen und danach würde ich dann das Schlusswort ergreifen. Genau. Also, nächste Mal, ganz wichtig, nächste Mal machen wir auf jeden Fall mal ein paar Beispiele für die Investorenstrategien. Ja, das heißt, wir gehen auch wirklich mal darauf ein, wie man vielleicht den einen oder anderen Titel findet. Wir gucken uns die Optionen an. Ich zeige euch, wie ich die Optionen auswähle. Wir gehen in die Trader Workstation. Das ist diese Plattform, die ja auch von FX Flats da angeboten wird, wo man halt auch seine Trades machen kann. Das werden wir dann eins zu eins praktisch dann umsetzen. Okay, gut. Dann danke ich dir fürs Webinar. Ich danke auch den Super. Teilnehmern. Super viele Fragen am Ende noch gewesen. Ich hoffe, der Perfekt, das Thorsten freut konnte mich. die zu aller Zufriedenheit auch beantworten. Das nächste Mal, wie der Thorsten gerade schon angekündigt hat, 19. September. Ja, also in 2 Wochen der Montag. Da hätten wir den nächsten Teil der Webinarreihe. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind und fleißig Fragen stellen, aktiv mit dabei sind. Das freut immer den Referenten und uns natürlich von FXFed auch immer. Ja, dann würde ich sagen, bleiben Sie alle gesund, haben Sie noch einen schönen Abend. Danke dir, Thorsten. Und dann würde ich Danke sagen, euch. hören wir uns beim nächsten Danke. Mal. Mach's Ciao, gut. ciao. Tschüss.